BioNTech, CureVac, Moderna, die Aktien der Corona-Impfstoffentwickler haben sich vervielfacht. Wir schauen uns heute aber mal die Aktien von der chinesischen Konkurrenz an. China entwickelt ja eigene Impfstoffe und ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, wir werden heute ein paar ganz interessante, sehr interessante Aktien sehen teilweise, aber auch einige Dinge, die ein bisschen seltsam vielleicht sind oder sogar abstrus. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. In meinem letzten Video haben Sie die Sprengung eines Gebäudes gesehen. War zum Glück nicht mein eigenes trautes Heim, sondern es war der AFI-Turm in Frankfurt. Mit 116 Metern Höhe, das höchste in Europa jemals gesprengte Haus bis heute. Und ich muss es einfach noch mal ganz kurz einblenden. Es sind Wahnsinnsbilder. Ja, fantastisches Material. Dieses Material ist vom YouTube-Kanal von Abbruch Schrotti. Abbruch Schrotti ist keiner, der einfach irgendwas irgendwo zusammenschneidet, sondern er recherchiert das selbst, fährt selbst hin und dreht das Ganze dann auch ab aus mehreren Perspektiven. Ist also durchaus aufwendig und umso mehr hat es mich gefreut, dass Abbruch Schrotti mir dieses Material für mein Video trotzdem zur Verfügung gestellt hat. Und ich kann nur sagen, wenn Ihnen auch mal wieder der Kopf raucht, wenn Ihnen alles zu viel wird, dann gehen Sie einfach auf den Kanal von Abbruch Schrotti, den Sie dann hoffentlich auch schon abonniert haben, und schauen sich einfach mal wieder an, wie ein Hochhaus gesprengt wird oder ein Kraftwerk oder eine Brücke, und schon geht es Ihnen wieder besser. Es ist einfach Balsam für die Seele. Mein eigener Kanal im Vergleich dazu im Grunde unspektakulär. Trotzdem auch den sollten Sie abonniert haben, denn nächste Woche mache ich meine Drohung wahr, die schon lang im Raum steht. Und Sie kriegen Ihre Beauty-Tipps bzw. Beauty-Aktientipps. Weil Beauty, Healthcare, Schönheit, das sind in Schwellenländern jetzt große Trends und ich habe an Aktien alles da. Brustvergrößerungen, Schönheitslaser, Botox, Augenkliniken, künstliche Befruchtung, Hautpigmentierung, Haarpflege und Haarextensions. Das sollten Sie nicht verpassen, darum Kanal abonnieren. Wie abonniert man einen Kanal? Man geht auf Kanal abonnieren und dann drückt man die Glocke. Und warum macht man das? Damit man benachrichtigt wird, wenn von dem Kanal neue Videos da sind. Heißt nicht, dass man die alle anschauen muss, aber das, was man sehen will, das verpasst man dann eben nicht mehr so leicht. Und bei uns geht es auch heute schon um Gesundheitsthemen, aber um ernstere Gesundheitsthemen. Sie haben es die letzten Tage vielleicht auch schon gehört. Wir haben eine chinesische Impfstoffdiplomatie. Dass also jetzt viele Länder Covid-19-Impfstoffe von China kriegen, vor allem in Afrika und Asien. Und es ist schon interessant, wie das bei uns wieder mal so gesehen wird. Nämlich, wenn wir mal 10 Patienten aus Frankreich ausfliegen oder wenn wir mal 20 Beatmungsgeräte irgendwo hinschicken, dann ist das ein großartiger, selbstloser Akt von grenzüberschreitender Solidarität. Aber wenn China 30 Ländern 600 Millionen Impfstoffdosen liefert, und zwar hauptsächlich den Ländern, denen wir die Impfstoffe vorher weggekauft haben, dann ist das Impfstoffdiplomatie, mit der China hinterlistig seinen Einfluss erweitert. Liegt wahrscheinlich eben daran, dass wir so gut sind und dass China so böse ist. Es erinnert uns aber eben auch daran, dass die Welt erstmal unterversorgt ist mit Impfstoff und dann natürlich, dass auch chinesische Firmen Impfstoffe entwickelt haben und dass auch diese chinesischen Impfstoffe dringend gebraucht werden momentan, was ja auch für die Aktien dieser Firmen prinzipiell gut sein könnte. Und wir haben ja auch gesehen, wie sich die Aktien von Moderna oder BioNTech entwickelt haben in den letzten Monaten.
Mir ist BioNTech überhaupt nur darum aufgefallen Anfang dieses Jahres, weil im März Shanghai Fosun Pharma da eingestiegen ist. Und da dachte ich mir, das machen die sicher nicht ohne Grund. Und ein paar Monate später kamen dann ja auch die guten Studiendaten. Fosun hat damals einen kleinen Anteil gekauft für 50 Millionen Dollar an BioNTech. Aber es hat sich auch, und das ist das Interessantere, sie haben sich auch die China-Vertriebsrechte gesichert für den BioNTech-Impfstoff und haben für China auch schon 100 Millionen Dosen bestellt. Wie gesagt, es gibt natürlich in China auch Konkurrenz für diesen Impfstoff. Es gibt auch Widerstand für diesen, gegen diesen westlichen Impfstoff. Er ist aber in Hongkong jetzt schon zugelassen. Ich glaube, das kommt in China jetzt auch früher oder später. Und damit hätte dann Fosun im bevölkerungsreichsten Land der Welt die Rechte für den bis jetzt wirksamsten Impfstoff der Welt. Und das ist schon ein Pfund. Das ist die Aktie von Fosun Pharma, 5 Jahre in Hongkong-Dollar. Sie hat ja profitiert auch von der Impfstofffantasie letztes Jahr, aber jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, weil der Impfstoff ist auch nicht kriegsentscheidend. Das ist ja irgendwo auch das Gute dran. Es gibt viele andere Bereiche bei Fosun Pharma, die eben auch noch interessant sind. Der Börsenwert ist jetzt ungefähr umgerechnet 14,7 Milliarden Euro. Ist jetzt natürlich auch nicht wenig, aber weniger zum Beispiel als der von BioNTech. Und Fosun Pharma hat ja zum Beispiel auch noch die Mehrheit von Gland Pharma, einem indischen Generika-Konzern, dann von Shanghai Henlius, ein Biotech-Unternehmen, spezialisiert ist auf Krebstherapien, oder auch einem Spezialisten für Schönheitslaser, der auch börsennotiert sind, um den es hier nächste Woche dann geht. Und sie betreiben dann auch Kliniken in China und so weiter. Die Kritiker sagen natürlich, Fosun Pharma ist ein bisschen so eine Art Gemischtwarenladen. Die haben sich alles Mögliche zusammengekauft, Biotech, Medizintechnik und so weiter. Ich finde aber, die Mischung ist nicht ganz uninteressant. Sie gehen auch Risiken ein. Das KGV für 2020 liegt jetzt ungefähr bei 25. Die Aktie ist damit also nicht super billig. Aber viel von dem, in was sie investiert haben, hat eben noch Entwicklungspotenzial. Sodass ich sagen würde, wir haben hier noch einen Wert mit Wachstumsmöglichkeiten und zusätzlich mit dieser Impfstofffantasie. Aber wenn es eben nichts wird mit dem Impfstoff, dann wäre das jetzt auch kein absolutes Drama. Von daher meiner Meinung nach keine schlechte Aktie. Nächste Aktie, CanSino Biologics, ein reinrassiges chinesisches Biotech-Unternehmen diesmal, das auch seinen Impfstoff selbst entwickelt hat. Und wir haben hier den Chart in Euro seit dem IPO im Jahr 2019 war das. Aktie hat sich sehr gut gemacht, vor allem natürlich seit Anfang 2020, seit wir das Corona-Thema haben und seit auch klar ist, dass auch CanSino an einem Impfstoff arbeitet. Und jetzt höre ich Sie schon protestieren. Jetzt heißt es gleich wieder, warum kriegen wir solche Aktien denn immer dann vorgestellt, wenn sie schon gut gelaufen sind? Ich werde es Ihnen sagen, weil Sie sich vorher für solche Aktien auch nicht interessieren. Ich habe CanSino hier schon vorgestellt, zum Beispiel in einem Video von Ende März 2020. Im Prinzip hätten Sie jetzt also schon 200% in der Tasche, theoretisch. Hat damals aber kein Schwein interessiert, genauso wenig wie BioNTech und Fosun Pharma, die da ja auch vorgestellt worden sind und die dann ja auch ganz gut sich entwickelt haben. Und daran sieht man es eben auch mal wieder. Es kann sich durchaus lohnen, wenn man ab und zu immer wieder mal Zukunftsmärkte-Videos schaut und wenn man den Kanal auch abonniert hat. Was CanSino betrifft, dass die was können, das war eigentlich klar, spätestens seit 2017, als sie den Ebola-Impfstoff entwickelt haben. Das war ein großer Erfolg, es war aber auch letztlich eine undankbare Sache. Ebola ist wahnsinnig gefährlich nach wie vor, aber den Impfstoff braucht trotzdem zurzeit keiner oder fast keiner. Aber diesmal ist es natürlich anders. Der Covid-19-Impfstoff, der wird gebraucht. Ist schlecht für die Welt, aber ist gut für CanSino Biologics.
Trotzdem, auch ich wäre für die Aktie jetzt mittlerweile vorsichtig. Wir haben hier ein Unternehmen, das stark fixiert ist eben auf Impfstoffe. Das machen die sehr gut. Aber die Forschungsausgaben sind hoch. Der Verlust hat sich auch 2020 nochmal fast verdoppelt, na, sogar mehr als verdoppelt, glaube ich jetzt. Und Börsenwert ist trotzdem bei 13 Milliarden Euro umgerechnet. Beobachten würde ich die Aktie schon noch nach wie vor, weil es eben ein spannendes Unternehmen ist, aber vielleicht jetzt nicht unbedingt kaufen oder nur wenige Stücke. Nächste Aktie, Sinovec. Für die gibt es auch keine Kaufempfehlung, obwohl ich da sehr gern eine abgeben würde, aber es geht leider nicht. Man kann sie zurzeit zumindest nicht handeln. Ich habe hier zwar auch einen Chart für Sie, 5 Jahre in Euro, aber Sie sehen schon, der endet hier Anfang 2019. Ist eine absolut wilde Geschichte. Aber erstmal zum Impfstoff. Wie die anderen chinesischen Impfstoffe auch, er basiert nicht auf mRNA-Technologie, sondern ist ein Impfstoff alter Schule, klassischer Impfstoff auf Basis von abgeschwächten Viren oder vektorbasiert auch. Die chinesischen Impfstoffe sind auch weniger wirksam unterm Strich. Und der Sinovac-Impfstoff ist besonders umstritten. Es gab Tests in der Türkei zum Beispiel, da hat er eine Wirksamkeit gehabt von 91%, extrem hoch. Und dann aber in Brasilien nur 50%. Und außerdem in Brasilien hat es auch einen Zwischenfall gegeben, sodass dann die Tests sogar abgebrochen worden sind. Aber so oder so, der Impfstoff verkauft sich natürlich. Nur die armen Aktionäre haben leider nichts davon. Und warum? Es war so: eine Gruppe von chinesischen Investoren unter Führung von einem Hedgefonds aus Boston. Die haben eine feindliche Übernahme versucht. Es gab eine Hauptversammlung, da ist dann plötzlich aus heiterem Himmel die Führung abgewählt worden. Und dann hat diese alte Führung aber noch gesagt: Na, wenn es so ist, dann greifen wir zu unserer Giftpille. Wir bringen ganz viele neue Aktien raus unter Ausschluss dieser feindlichen Übernehmer. Die werden dann verwässert und haben dann doch nicht mehr die Mehrheit. Und die haben dann aber natürlich dagegen protestiert. Und ein paar Monate später haben diese Leute tatsächlich die Hauptverwaltung in Peking gestürmt. Das ist kein Witz, die haben sie einen Tag lang besetzt, haben dann aber auch dummerweise da Laptops liegen lassen, auf denen man dann angeblich Infos gefunden hat, wie sie über Strohmänner heimlich immer Aktienpakete gekauft haben. Und die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, die hat dann irgendwann mal gesagt: Jetzt reicht's. Wir wissen nicht, wie viele Aktien es gibt, wir wissen nicht, wem die gehören, wir wissen nicht, wer das Unternehmen leitet momentan, wir wissen eigentlich gar nichts mehr. Der Handel wird jetzt ausgesetzt, bis das alles geklärt ist. Punkt. Und seitdem streiten die sich vor Gericht, die beiden Gruppen. In der Tendenz sieht es so aus: Die alte Führung kriegt wahrscheinlich recht. Es gibt jetzt auch eine Untersuchung von der SEC und die bestätigt wohl auch, dass da wirklich viele kleine Gruppen Aktien heimlich gekauft haben von Sinovec und diese Interessen aber nicht offengelegt haben und das ist nicht legal. Aber bis jetzt ist eben noch alles offen und man kann noch nicht mal sagen, wie hoch der Börsenwert am Schluss gewesen ist. Also irgendwo zwischen 400 und 600 Millionen Dollar, je nachdem, ob die neuen Aktien jetzt gelten oder ob sie nicht gelten. Ist aber so oder so natürlich lächerlich wenig für ein Unternehmen, das jetzt so einen Impfstoff ja tatsächlich hat. Und darum kann ich nur sagen: Es ist, glaube ich, schon eine Sache, die sollten wir wirklich weiter beobachten, weil wenn die Aktie jemals wieder gehandelt wird, sie wird ganz sicher am Anfang einen Satz nach oben machen, von dem haben wir wahrscheinlich nichts, dafür sind wir dann zu langsam, aber auch in der Zeit danach kann das eine wirklich spannende Geschichte werden. Also auch wenn man da jetzt im Moment nichts umsetzen kann bei Sinovac, ich glaube wirklich, das könnte wieder interessant werden und es könnte sich lohnen, wenn man das ein bisschen im Hinterkopf behält, die ganze Geschichte. Und jetzt zur vierten Aktie. Chinas vermeintlich größte, wichtigste, aussichtsreicheste Impfstoffaktie. Sinopharm. Auch hier der 5-Jahres-Chart. Was sehen wir hier? Wir sehen eine Aktie, die sich 2020 sogar verbilligt hat. Sie stabilisiert sich aber gerade, sie wird unter Buchwert gehandelt und mit einem KGV von unter 7. Und ich habe jetzt öfter schon gehört und gelesen: Oh Mann, was für eine Chance.
Der Impfstoffgigant schlechthin aus China und das zu so einer Bewertung. Wie ist das bloß möglich? Tja, also, es gibt einen großen chinesischen Staatskonzern, die China National Pharmaceutical Group, genannt Sinopharm. Und es gibt die börsennotierte Tochter, die Sinopharm Group. Die haben wir hier. Spezialisiert auf den Vertrieb von Medizintechnik, Laborbedarf, Medikamente, haben auch eine Apothekenkette, schöne Sache. Aber es heißt leider, es hat mit dem Impfstoff an sich sehr wenig zu tun. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch wirklich mal ein Tipp an all die Experten hier auf YouTube. Vor allem an die, die sich seit 4 Wochen mit Aktien beschäftigen und seit 3 Wochen einen eigenen Kanal haben. Es ist ja schön zu sehen, dass Sie alle Chartprogramme haben. Und wir freuen uns auch immer, wenn Sie uns zu jedem Unternehmen, das Sie hier behandeln, auch den passenden Wikipedia-Eintrag dazu vorlesen. Aber ein bisschen mehr Recherche wäre manchmal auch nicht schlecht. Und Sie können das nicht wissen, aber die Unternehmen, die Sie hier besprechen, die haben eigene Internetseiten mit Geschäftsberichten und sowas. Und da steht dann sogar drin, was das Unternehmen macht und was nicht. Aber warum sich mokieren über andere YouTuber, wenn man sieht, was die etablierten Medien so verbrechen? Die sind ja auch nicht besser. Zum Beispiel hier. Impfstoffaktien, diese Unternehmen können sich durchsetzen. Auf Computerbild. Ich habe nicht gewusst, dass ich meinen PC jetzt auch noch impfen lassen muss. Und auch das ein Beitrag, selbstverständlich, wo uns die Sinopharm-Aktie verkauft wird als Impfstoffwette. Und dann verwechseln sie noch Impfstoffe und Medikamente. Was natürlich noch viel wahnsinniger ist, ist, dass Computerbild überhaupt auf die Idee kommt, dass sie über Impfstoffaktien schreiben. Und das sagt uns eben auch schon viel über die Marktphase aus, in der wir gerade sind. Und dass wir eben jetzt wieder einen Kleinanleger-Hype auch erreicht haben, der, würde ich sagen, absolut ungesund ist. Aber das nur ungeachtet. Sinopharm ist keine Impfstoffaktie also, aber trotzdem, ich finde sie eine der interessantesten Aktien momentan im chinesischen Pharmasektor. Es hat Unsicherheit gegeben in letzter Zeit, vor allem durch die Medikamentenreform in China, gerade auch bei den Vertriebsgesellschaften. Aber Sinopharm war trotzdem immer hochprofitabel die letzten Jahre. Der Gewinn ist stabil geblieben. Sie haben ein riesiges Vertriebsnetz. Sie werden kontrolliert vom chinesischen Staat, was ja auch ein Vorteil sein kann, ein Wettbewerbsvorteil unter anderem. Und das zu der Bewertung, das ist schon relativ attraktiv. Es wird bestimmt keine Kursrakete, aber es ist wirklich ein stabiles, gutes Unternehmen zu einem sehr guten Preis momentan. Und der zweite große Aktionär von Sinopharm ist übrigens Shanghai Fosun Pharma und da schließt sich dann der Kreis wieder. Das waren die Impfstoffaktien, alle zumindest mal kurz gestreift. Und nächstes Mal sind dann endlich die Beauty-Wochen. Und wie gesagt, nicht nur hier auf dem Kanal, sondern auch im Zukunftsmärkte-Report mit allen Aktien, die wir hier im Video nicht unterkriegen. Es werden ja ein paar sein. Und auch die Reports sind natürlich gratis für Sie. Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Nutzen Sie das. Ich bin mir sicher, es gibt auch da wieder einige Aktien, die Sie bis jetzt noch nicht gekannt haben. Also dann, bis nächste Woche. Alles Gute Ihnen und herzlichen Dank wieder mal fürs Zuschauen.